Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein monatliches Aufgebraucht und Plattgemacht Video und wenn du Bock drauf hast, mal so ein bisschen die Produkte mit mir zusammen zu reviewen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist wieder einiges leer geworden, aber ich muss wirklich sagen, es ist diesen Monat etwas weniger gewesen, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich habe hier Timestamps, die seht ihr ja auch, das heißt, ich fange an mit den Produkten, die ich in Kooperation halt zugeschickt bekommen habe. Dann kommen die Adventskalenderprodukte, falls ihr euch nicht spoilern lassen wolltet, ne? Dann könnt ihr das nämlich entsprechend überspringen, aber ich mache so viele Adventskalender auf, Leute, in der Theorie. Also wer weiß, woher das Produkt kommt, der hat gut aufgepasst. Und dann kommt halt die Kategorie dies, das, Ananas. Ja, es gibt in diesem Video auch die ein oder andere Verlosung. Und ja, denn also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich 2 Wochen ungefähr vor der Geburt stehe. Errechneter Entbindungstermin ist der 14.11. Ich weiß nicht genau, ob ich euch dann dementsprechend da einen Adventskalender draus packen werde oder ob ich das dann wirklich in einer Box an euch versende. Weil ich nicht weiß, ob ich das dann rechtzeitig ausgelost und versendet bekomme. Und zwar möchte ich in diesem Video 2 Adventskalender verlosen, beziehungsweise 2 Pakete. Das ist einmal für die Parfümminiaturen, ne? Der Adventskalender, die Box, wie auch immer. Und außerdem möchte ich ganz gerne den Monolidschatten-Adventskalender beziehungsweise die Monolidschatten-Box verlosen, was ich halt übers komplette Jahr so gesammelt habe. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da super gerne einfach mal vorbei und ja, viel Erfolg, viel Glück und ich weiß, dass das so mitunter die beliebtesten Verlosungen sind, die so generell immer gemacht werden, vor allem der Parfümminiaturen-Adventskalender, denn der hat eigentlich einen richtig krassen Wert, wenn man sich das mal so reinzieht. Aber gut, so. Super cool wäre natürlich, wenn ihr euch das Video auch komplett reinziehen würdet. Die Werbung, ich glaube 15 Sekunden helfen mir. Wenn ihr 15 Sekunden schaut, dann könnt ihr überspringen. Genau, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Nur wenn ihr die Zeit dafür habt, ne? Ja, ich starte einfach mal mit einem gemütlichen Teil des Ganzen und zwar mit Ava & May. Ihr seht hier ja auch eine Duftkerze. Ich musste ein bisschen schmunzeln, denn ich habe tatsächlich, also ich habe schon einige Kerzen von Ava & May zugeschickt bekommen, aber ich habe auch einige jetzt so in Adventskalendern gefunden, was ziemlich witzig ist. Es sind mir tatsächlich 2 leer gegangen oder ich habe 2 verbrannt und die möchte ich euch dann sehr gerne zeigen. Ich habe aktuell den Code HAPPYCLAUDI. Damit kannst du, ich glaube, 25% auf die Adventskalender und 30% auf das komplette Sortiment sparen. 2 Kerzen habe ich hier verbrannt. Einmal Rio de Janeiro Brasil, das ist einmal diese hier. Ich glaube, das ist ja so die mittlere Größe, würde ich sagen, die Eindochtkerzen. Riecht sehr, sehr intensiv, sehr, sehr angenehm. Ich finde es 1A, wie gut die runterbrennen, muss ich wirklich sagen. Also das ist total klasse. Natürlich ist es so, dass ich die Kerzen dann hier ja auch immer richtig lange brennen lasse, ne? Theoretisch könnte man das auch als Teelichtglas weiterverwenden. Dann machst du hier vorne einfach hier den Klebi ab und hast dann hier dann einfach ein Teelichtglas oder ein, wie nennt sich das, Windlicht, ne? Was natürlich auch total cool ist, ja, ist relativ rückstandslos, ne? Das kriege ich auch noch ab. Was natürlich auch sehr cool ist, ist, dass die auch wenig gerußt hat, weil ich aufgepasst habe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Rußen zu verhindern. Zum einen, indem du immer, wenn du halt jetzt die Kerze neu ansteckst, vorne beim Docht, da entwickelt sich immer so ein kleiner Knubbel. Wenn du den einfach abschneidest, dann rußt eine Kerze viel weniger. Außerdem ist es so, dass wenn du, ja, wenn du die Kerze ausgepustet hast und einfach hier diesen Deckel draufsetzt, dass der Ruß sich weniger im Raum verteilt. Sehr, sehr cool. Genau, also wie gesagt, hier die Rio de Janeiro fand ich ganz schön, mochte ich gerne leiden. Und die fand ich richtig genial, die Dresden Germany Kerze. Die habe ich aber tatsächlich nicht in Kooperation bekommen, sondern die hatte ich in einem Adventskalender. Die riecht total würzig, wirklich mega angenehm. Und hier sehen wir auch den Knubbel, der sich dann halt gebildet hat, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, halt in der Mitte. Machen wir alphabetisch weiter, dann gehen wir zu Beauty Mates. Da habe ich nämlich mal wieder einen Booster leer gemacht. Und zwar ist es der Falten Control Booster. Alle Booster von Beauty Mates sind ja hochkonzentriert. Das heißt, du brauchst nicht viel, die sind super ergiebig. 1 bis 3 Tropfen in der regulären Hautpflegeroutine reicht vollkommen aus. Und weil du 1 bis 3 Tropfen verwenden kannst, zusammen mit deiner Creme zum Beispiel, reicht
also kannst du tatsächlich 1 bis 3 Booster insgesamt sogar gleichzeitig auch verwenden, je nachdem, wo du gerade Bock drauf hast. Da kannst du dir im Set-Konfigurator dein Set individuell zusammenstellen. Ich habe das jetzt dieses Mal so gemacht. Übrigens, Claudi30 gibt euch auch immer noch 30% Rabatt auf das komplette Sortiment von Beautymates, ne? Also auch quasi, wenn du dann beim Set-Konfigurator dir die Produkte zusammenstellst und das Ganze dann ja auch vergünstigt ist, verlinke ich dir in der Infobox, kannst du darauf halt auch nochmal 30% Rabatt bekommen, was echt gut ist. Und dadurch, finde ich persönlich, werden die Produkte auch durchaus sehr, sehr erschwinglich, ne? Also, dass man halt wirklich was, ja, ne, gut sparen kann. Und du hast trotzdem auch noch die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn du halt einfach bei der Anwendung merkst, funktioniert bei mir jetzt nicht so, wie ich das erhofft habe, kein Problem, kannst du zurückgeben. Easy peasy Sonnenschein, ne? Also, Falcon Control Booster. Hier blende ich euch ein, was ich eben gemacht habe, quasi bevor ich, ja, mich hier hingesetzt habe, ne? Denn ich habe hier dann den Booster aufgebraucht und das habe ich mit 3 Tropfen in der Hyaluron Cream Lift mit vermengt und dann auf mein Gesicht aufgetragen. Der ist dafür da, um halt die Falten zu minimieren. Zum einen hast du Spilanthol hier mit drin. Spilanthol ist natürliches Botox, was das Gesicht etwas entspannt und dementsprechend dann ja die Falten so schon etwas verschwinden lässt. Gerade so hier so in der Mitte diese Falten oder hier diese Stirnfalten, Augenfalten. Und der Peptidkomplex ist dann halt dementsprechend für die allgemeine Glättung da. Claudi30, wie gesagt, 30% Rabatt im Online-Shop. Gönnt euch da auf jeden Fall hart. Das sind schöne Produkte. Made in Germany, aus München kommt Beautymates. Ne? Das ist ja ein relativ, ja, mittlerweile. Ich bin seit Anfang an mit dabei, seit 2 Jahren, 3 Jahren oder so. Gut etabliertes Startup, würde ich mal so sagen, ne? Und vegan, tierversuchsfrei, ohne PEGs, ohne Parfümstoffe, also halt auch wirklich für sensible Haut sehr gut geeignet. Meine Haut ist sehr sensibel. Ja, wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt, da habe ich euch den Set-Konfigurator verlinkt und auch den Falten-Control-Booster direkt, dass ihr da auch direkt hinkommt, ne? Schönes Produkt, schöne Firma, schöne Produktrange, kann ich euch wirklich empfehlen. Genau, so, alphabetisch geht die Reise weiter und da bin ich jetzt bei Dalton. Also das ist halt die Sache, ich habe super gerne halt Kooperationen mit Skincare-Menschen, weil, also da habe ich ja meine glorreichen 3, das ist Beautymates, Dalton und Hippoda. Und da weiß ich halt, dass da Menschen sitzen, die Ahnung von dem haben, was sie tun. Und da kann ich dann auch ganz gezielt nachfragen. Und seitdem ich halt das auch mache, dass ich mich da auch mit den Leuten etwas mehr so, ne, kommunikativ auch auseinandersetze, meine Haut ist wirklich besser geworden. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fange jetzt aber mit etwas an, was eigentlich, das habe ich jetzt für meine Mumu verwendet, ne? Von Dalton ist das die Sensitive Care Derma Balance beruhigende Creme Medium. Das habe ich euch ja schon 2-mal oder so auch erzählt, ne? Eine richtig gute Creme, die eigentlich fürs Gesicht ist. Also eine sehr leichte, für sensible Haut geeignete Creme fürs Gesicht, die ich irgendwie irgendwann mal einfach zweckentfremdet habe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach etwas für meinen Intimbereich haben wollte, ne? Also nicht nur nach der Rasur, sondern generell einfach auch so für die Oberschenkelinnenseiten, die halt direkt so am V sind und so, ne? Und ja, da habe ich die dann verwendet und habe gemerkt, wie gut ich die finde. Also die ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, ich mag die. Kann ich euch auch wirklich empfehlen. Ich habe aktuell leider keinen Dalton-Code, aber bald, Leute. Bald kommt was auf euch zu. Auf mich auch. Und ja. Hier habe ich einfach einen Pumper und damit habe ich dann meinen Intimbereich gepflegt. Das war gut. Dann habe ich von Dalton auch die Hydrogel Augenmasken verwendet. Das sind ja die neuen, ne? Die sind 100% biologisch abbaubar. Lifting Augenpads und das ist, ich habe es euch schon so oft gesagt, du kannst damit über Kopf an der Decke staubsaugen. Ist wie es ist und die halten und halten und halten. Na gut, du musst halt selber zusehen, dass du an die Decke kommst und da rumlaufen kannst, aber ne? Weißt du Bescheid. Ich finde die sehr angenehm. Ich habe da 2 Stück von leer gemacht. Hätte ich vielleicht heute Morgen auch mal machen sollen, weil, ja moin, ne? Die Nächte sind nicht ganz so geil gerade. Aber ich mag die sehr gerne. Also das sind schöne Augenpatches. Pets. Und Patches. Achso, Pets wäre Deutsch, Patches ist Englisch. Läuft. Die ich euch einfach ans Herz legen möchte. Genau. So, jetzt trinke ich mir noch einen Schluck und dann kommen wir nämlich zu Hippoda, weil wir sind ja hier alphabetisch am Start.
Und zwar habe ich da eine Maske von Lea gemacht. Ihr Bruder ist K-Beauty, also koreanische Beauty, die in Deutschland sitzen. Auch das ein relativ junges Startup-Unternehmen. Und da habe ich jetzt Lea gemacht, die C-Tox User Fruit Vitamin C Matte Mask. Ich mache das ja aktuell so, dass ich in meinem Spiegelschrank im Badezimmer 7 Masken habe, solche Pöttchenmasken, ne? Für jeden Wochentag eine. Und da habe ich halt meine Hautpflege auch so ein bisschen durchgetaktet, dass ich genau weiß, dienstags und freitags mache ich ja meine Peelings im Gesicht. Das heißt, da möchte ich dann halt für dienstags und mittwochs und freitags und samstags eine Maske für mein Gesicht haben, die etwas chilliger ist. Und an den anderen Tagen darf man dann halt auch gerne mal so ein bisschen Detox machen oder ein bisschen Reinigung oder so, ne? Dass man das Ganze halt ausbalanciert hat. Da habe ich mir echt Gedanken gemacht. Auf jeden Fall habe ich die montags verwendet und die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die ist nämlich mit Vitamin C, was der Haut halt so einen Strahlen gibt, so einen Glow. Gleichzeitig hast du aber dieses Kaolin hier mit drin, was die Haut mattiert, was ganz interessant ist. Also die nimmt quasi diesen Fettglanz runter, aber trotzdem hast du diese Strahlen von der Haut und das mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist total verrückt. Dann hast du Kurkuma, was dann halt quasi den Detox-Effekt von der Haut verstärkt. Also es fühlt sich einfach gut an, wenn du die verwendest, aber du hast nachher nicht dieses Furztrocken-Gefühl, so, oh mein Gott, ich muss jetzt 5 Liter Creme in mein Gesicht knallen, damit ich wieder Lebendigkeit bekomme, ne? Und hier hast du No Nasties drin, das kann ich euch auch mal einblenden, ne? Auch hier wieder vegane Produkte, die tierversuchsfrei sind, wo du keine Inhaltsstoffe drin hast, die einfach nicht reingehören. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich da vermehrt drauf achte, dass meine Haut es mir einfach dankt, ne? Und ja, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich die Kooperation mit Yepoda habe. So. Mein Code bei Yepoda ist Claudi Herbst. Genau, weil wir haben Herbst. Wenn ich nach draußen gucke, ist gerade ein schöner Tag, aber wir haben super viele nasse Tage. Und mit Claudi Herbst kannst du aktuell 30% sparen. Ich meine, dass der Code bis zum 6. oder 7. November dann gilt. Da müsst ihr mal gucken. Und genau. So viel zu den Kooperationspartnern. Dann kommen wir jetzt mal zu den Adventskalenderprodukten, die ich hier so habe. Das sind auch gar nicht mal so wenige. Im Balea Adventskalender hatte ich hier das Körperpflegeöl mit drin, das habe ich auch mitgenommen nach Berlin und nach Frankfurt. Das fand ich ehrlich gesagt ganz gut, ne? Der Duft ist definitiv eher so weihnachtlich. Also ich habe das ja auch verwendet zu Zeiten, wo es echt warm war. Das war dann ein bisschen krass, aber an und für sich war das ein schönes Öl. Ist so lala schnell eingezogen. Also es war natürlich auch dadurch, dass es warm war, ein bisschen schwierig. Ich wurde übrigens auch schon mal gefragt, Claudi, welches Öl ist denn jetzt wirklich gut gegen Schwangerschaftsstreifen oder so ein Kram? Hauptsache, du verwendest Öl. Und wenn du das Gefühl hast, dein Bauch juckt oder deine Hubis jucken halt in der Schwangerschaft enorm, dann solltest du vielleicht nicht nur einmal ein Körperöl pro Tag verwenden, sondern zweimal oder dreimal. Ja, und da muss man halt einfach dann ein Öl für sich finden, was halt schnell einziehend ist oder eben nicht, je nachdem, was für eine Haut man hat. Ich habe halt eine sehr, sehr trockene Haut und trotzdem ist das hier jetzt nicht so super schnell eingezogen. Ich habe das meistens abends nach dem Duschen verwendet und jetzt aktuell juckt mein Bauch hier halt ein bisschen mehr, deswegen verwende ich da das Öl, was ich jetzt verwende, auch gerne mal morgens, ne? Dass ich dann an zwei Tageszeiten Öl verwende. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dann habe ich hier eine Lippenmaske aufgebraucht. Ja, Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating. Das ist eigentlich eine super tolle Maske, wirklich, ne? Also super dünn, tippitoppi. Der Effekt von dieser Maske hält halt, wenn man den Lebensstil habe, den ich aktuell habe, mit sehr oft sehr rote Lippen tragen und die dann halt auch immer wieder erneuern, abschminken, bla, rampapam, tüdelü, tralafitti. Hält der Effekt dann vielleicht für 2 Tage, ne? Also ich habe jetzt auch wieder super trockene Lippen, super rissige Lippen und da könnte ich das auch wieder gut gebrauchen. Ich habe aber erst vor 1-2 Tagen diese Maske verwendet. Das ist dann ein bisschen blöd. Also die Frage, die ich mir halt immer stelle, lohnen diese Masken sich wirklich oder reicht es, wenn ich halt einfach abends mir eine dicke Cremeschicht draufpacke oder so? Das ist, glaube ich, auch eine gewisse Bequemlichkeitssache, weil wenn ich mir abends vorm Schlafen gehen so eine Lippenmaske drauf mache zum Schmieren, da habe ich, glaube ich, gerade eine von Alverde oder sowas, ist das Ding halt, dass wenn du die zu dick drauf machst, dass du dann irgendwie über Nacht das irgendwie im ganzen Bett verteilst und das ist halt auch irgendwie uncool, wenn man dann irgendwie aufwacht und so ein, ne, Klebemaul hat. Mag ich dann auch nicht so gerne. Aber für einen kurzfristigen Effekt finde ich die
ehrlich gesagt mittlerweile gut. Sonst habe ich dir immer ein bisschen verteufelt, muss ich ja sagen. Ne? Ich hatte hier, ja, ein bisschen Unreinheiten sieht man da auch noch, ein paar Unreinheiten, weil ich habe sehr verrückte Dinge durcheinander gegessen. Läuft bei mir. Und deswegen habe ich diese Maske hier aus dem Sephora Adventskalender angewendet. Das ist die Purifying and Perfecting Grapefruit Face Mask. Das ist diese hier. Die war nicht toll, die war nass, die war dünn, die klärt und verfeinert. Ich mochte die gerne leiden, also die kann ich empfehlen. Und vor allem, was ich bei den Sephora Masken auch sehr charmant finde, ist, dass die halt wirklich nur 5 Minuten drauf bleiben müssen. Das fand ich easy. Der Duft, okay, ne, kann man mögen. Ich bin jetzt nicht so der Zitrus-Fan. Grapefruit geht noch irgendwie, aber bin ich jetzt nicht so ultimativ von begeistert. Dann habe ich aus dem Body Shop Adventskalender die Body Lotion to Oil aufgebraucht, Avocado, 72 Stunden Pflegegedönsen, die fand ich gut. Also ich habe die verwendet an meinen, also Knie bis Knöchel, Unterschenkel nennt sich das, ne, genau, an meinen Arm, und mein Freund hat mir damit dann immer meinen Rücken eingecremt. Die ist ganz gut eingezogen. Man muss halt schon aufpassen, dass man die jetzt nicht 5 Meter dick aufschmiert, ist klar. Aber ich fand die sehr, sehr angenehm, weil, wie gesagt, trockene Haut und so weiter, ne, da bietet es sich einfach an, dann eine ordentliche Bodylotion auch zu verwenden, und da war die echt gut für geeignet. Aus dem Dalton Adventskalender habe ich ja ein Peeling gemacht, Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Das sind ja diese Sachets, die kannst du auf 2 bis 3 Anwendungen aufteilen. Das ist total entspannt, ne? Einfach ein bisschen was in die Handinnenflächen geben, mit Wasser, mit warmem Wasser aktivieren, und dann kannst du das ganz sanft auf dein Gesicht geben. Und entweder lässt du das kurz ein bisschen einwirken oder du wäschst es halt ab. Ich habe es ja eh unter der Dusche angewendet, hier 1 bis 3 Minuten kannst du es einwirken lassen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Also ich habe da ja auch noch einige von. Und das ist auch die Art von Peeling, die ich aktuell in der Schwangerschaft verwenden darf. Ich habe euch hier auch verschiedene Peeling-Arten von generell, die es so gibt, aber halt auch in Kombination mit Dalton, ne, vorgestellt. Und da war das auch auf jeden Fall auch mit dabei. Und ich mag das Enzympeeling wirklich gerne. Anfangs dachte ich immer, du merkst ja gar keine Wirkung. Ja, weil das sanfteste Peeling ist, was es überhaupt gibt. Ne? In Relation zu einem mechanischen Peeling oder in Relation zu einem Säurepeeling ist es einfach wirklich für sehr sensible Haut, für schwangere Menschen geeignet. Und das hat mir einfach gut gefallen. Ja, kann ich empfehlen halt, ne? Dann habe ich ein Öl aufgebraucht. Ich weiß, ich habe viele Öle, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in einem Adventskalender drin hatte oder in der Box. Ich habe es jetzt vorsichtshalber bei den Adventskalenderprodukten reingepackt. Nicht, dass irgendwer dann sich auf den Schlips getreten fühlt. Das ist nämlich das Replenishing Nourishing Body Oil mit Haselnuss von NYX gewesen. Das mochte ich vom Duft her sehr gerne. Das war aber halt wirklich sehr ölig im Sinne von nicht so gerne einziehend. Ne? Also ja, war okay. Würde ich jetzt aber nicht nachkaufen, muss ich gestehen, ja. Und den Duft mochte ich eigentlich auch wohl. Und dann habe ich hier von Dr. Hauschka die reichhaltige Crememaske aufgebraucht. Krass und gut. Genau, die war auch in irgendeinem Adventskalender drin. Die war halt sehr, sehr cremig, ne? Also sehr reichhaltig, sehr dick, sehr, ja, pflegend, ne? Und deswegen, ja, für jetzt kalte Jahreszeit 1A geeignet. Wow, das sind ganz schön viele Masken, Claudi. Du bist echt crazy. Eine Fußbutter habe ich auch aus dem Balea Adventskalender aufgebraucht. Mit süßem Vanilleduft, ja. Mochte ich. Ich mag gerne Fußprodukte. Ich finde es einfach wichtig, dass man seine Füße pflegt, weil sie tragen einen durchs Leben. Und man trampelt die ganze Zeit quasi auf ihnen rum. Dann sollte man auch zusehen, dass man ihnen die entsprechende Pflege gibt. Und das macht diese Balea Fußbutter definitiv. Und die kann ich euch einfach empfehlen. Ich glaube, so ähnliche Produkte wie die Sachen, die im Adventskalender drin sind, findet ihr auch sowieso in meinem Standardsortiment von Balea, ne? Und auch von Isana. Aber den Isana habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Läuft. Dann habe ich hier von Douglas Skin Focus Aqua Perfect Hydrating Eye Patches leer gemacht. Und ja, viel Müll, weil du hast dieses Außenvieh, dann hast du hier noch ein Innenvieh und die Augenviecher. Aber gute Pflege und Haftung, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ne? Aber wie gesagt, viel Müll. Da muss man halt immer so für sich abwägen, was möchte man halt irgendwie machen, wie möchte man leben. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, meine Einstellung zum Leben. Und ja, ich bin halt ein Fan von Pöttchenmasken, aber da scheiden sich auch die Geister. Hast du da weniger Müll, als wenn du jetzt von Dalton zum Beispiel die Masken nehmen würdest, ne, die halt auch jetzt mit nicht unbedingt viel Plastik verpackt sind.
Als nächstes habe ich hier Leaders in Solution, ja, eine Rise Mask. Das ist diese hier, auch die war toll, die war dünn und nass, leicht faltig. Nicht jeder Mensch hat das gleiche Gesicht oder die gleichen Gesichtsformen. Dementsprechend ist es halt manchmal schwierig für die Maskenhersteller, die perfekte, unfaltig sitzende Maske herzustellen. Aber die war voll pflegend und hautberuhigend. Also die fand ich richtig, richtig gut. Dann habe ich hier wieder von Sephora eine Maske gemacht. Das war aber nur für die Augen, Hydrating and Glow mit diesem Wassermelonengedönsen. Die waren nass und dünn, die fand ich top. Und hier hast du halt wirklich nur das hier als Verpackungsmüll, ne? Und dann halt die Augenpatches, weil die Augenpatches so hier drin sind. Das finde ich ehrlich gesagt sogar richtig gut. Und das sind so Fließaugenpads und irgendwer ist draußen, glaube ich, am Flexen. Yay. Mein Freund kann es nicht sein, der liegt mit Bronchitis unten auf dem Sofa. Yay! Schön, oder? Ich weiß. Dann habe ich hier von L'Oreal etwas leer gemacht. Oh ja, das ist die Superheldenmaske gewesen. Die kühlende Serummaske Auge. Nasse Superheldenmaske, die fand ich top. Die mochte ich gerne leiden. Also das war mitunter eins der Produkte aus dem Adventskalender von L'Oreal, die ich am allermeisten mochte. Dann habe ich hier von 1-2-3 die I Like It Hyaluronic Power Eye Patches, die aussehen wie so Sternenviecher. Richtig cool. Fast kein Müll, Top-Pflege, Top-Halt und knuffige Sterne habe ich mir hier drauf geschrieben. Die müssten in dem Douglas-Adventskalender drin gewesen sein, ne? Ja, also Augenpatches. Ich habe halt versucht, ne, das zu verwenden und zu machen. Auch noch wieder eine Lipmaske, die sie gemacht hat hier, ne? Die Cherry Lip Mask von Sephora. Das ist eine schnelle Reparatur gewesen, die ich top fand. Also die fand ich von dem Sitz war die nicht so gut wie die von Starskin, weil Starskin halt wirklich super dünn ist, als hättest du quasi nur einen Hauch von nichts auf den Lippen. Dafür hat die hier länger gepflegt. Also, ja, muss man halt dann für sich selber entscheiden, ne? Dann habe ich hier noch mehr für Augenpatches von Patchology Flash Patch Restoring Night Eye Gels. Angenehme Kühlung, das hat mir richtig gut gefallen. Die machst du dir halt dann abends drauf, ne? Ja. Und dann nochmal Augenpatches, selbstverständlich. Und von Starskin VIP The Gold Eye, nein, The Gold Mask Eye. Viel Serum, gute Halt, schöne Pflege. Hat mir gut gefallen. Jo. So, das war's mit den Adventskalender-Produkten. Dann kommen wir jetzt mal zu den Produkten, die in einfach so überall mal irgendwie gekauft oder in Boxen drin waren oder. Da starte ich doch einfach mal hier mit Dontodent, mit meiner Mundspülung. Die mag ich eigentlich total gerne. Die habe ich eben auch leer gemacht. Sensitive Intensivschutzmundspülung. Ich verwende gerne die sensitive Geschichte. Ich habe eigentlich echt, also ich glaube auf Holz, ich habe sehr gute Gene, was meine Zähne angeht. Ne? Das heißt, also da habe ich vor allem von Papas Seite einiges Gutes geerbt. Das heißt, wenig Karies und ich gehe aber auch alle halbe Jahr immer schön zur Kontrolle und zur PZR, ne? Professionelle Zahnreinigung, schön Zahnseide verwenden und so. Ich habe ein bisschen freiliegende Zahnhälse, weil ich ja 20 Jahre geraucht habe und das war nicht die beste Idee meines Lebens, um das mal so zu sagen. Da habe ich auch immer großen Anschiss bekommen von der Zahnarzthelferin meines Vertrauens, von der lieben Sandra. Es tut mir so leid. Naja, auf jeden Fall, es tut mir leid, dass ich, ja, egal, dass ich meinen Körper kaputt gemacht habe, egal. Aber das ist halt deswegen so, dass ich dann auch sensitiv brauche. Also da habe ich auch, was Zahnpasten angeht, eher so die sensible Geschichte. Ja, und die mochte ich gerne. Intensivschutz, Mundspülung, ne, habe ich dann verwendet, wenn ich ein Pappmaul hatte oder wenn ich einfach, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, nochmal schön nachreinigen, ne? Das ist eine schöne Geschichte, doch. Dann habe ich, habe ich geschenkt gekriegt von der lieben Maya, ne? Die habe ich auch zu Anfang meiner Schwangerschaft schon verwendet, weil ich mir die selber auch mal gekauft hatte. Die Baby Love Mama Baby Bauchtuchmaske mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Allantoin. Leute, die riecht so unfassbar gut und zum Anfang meiner Schwangerschaft, beziehungsweise als Mr. Bauchi sich angefangen hat zu entwickeln, das war ja wirklich noch nicht wirklich vorhanden, ne? Aber trotzdem war da schon ein kleines Bauchi, habe ich die das erste Mal verwendet, musste die aber mehrfach durchschneiden und habe die dann mehrfach verwendet. Und da war Sommer. Da war das total super, wenn das mal so ein bisschen kühlend war. Die kommt raus und ist sackenkalt. Also ich habe die auf meinen Bauch gelegt und es war so kalt. Oh, ich habe auch einmal so richtig wow, gerufen. Dann sagte mein Freund nachher auch zu mir, Claudi, was ist denn da gewesen? Was hast du im Badezimmer gemacht?
Übrigens total charmant von ihm, eben nicht rumzukommen, um zu gucken, sondern einfach so eine Viertelstunde zu warten, bis ich dann irgendwann wieder aus dem Badezimmer rauskomme, ne, und mich dann zu fragen. Fällt mir jetzt erst auf. Oh, ist auch total charmant. Also, ja, war sehr kalt. Ich bin jetzt in der 38. Schwangerschaftswoche. Ne? Also ich drehe das Video ja ein bisschen eher. Wir haben jetzt heute den 25. Oktober und am 14.11. schlüpft Mr. Bauchi. Von der Größe her seht ihr hier, sollte ich vielleicht meine Hose mal hochziehen, Chili Milli, auch meine Bauchgröße. Ne? Also ich habe ja eine okay Bauchgröße. Ich finde den relativ klein tatsächlich immer noch. Aber hier habe ich den natürlich, habe ich die Maske verwendet. Ich habe mir die auch so hingelegt, dass dann quasi diese Einschnittviecher dann zur Seite waren. Ne? Und ja, also für mich war die Maske einfach viel zu groß, obwohl ich ja auch eigentlich ein großer Mensch bin. Das heißt, auch mein Oberkörper ist relativ lang. Also ich habe sie wirklich unter den Brüsten und in Richtung meiner Mumu aufrollen müssen oder auffalten müssen, weil ansonsten wäre die da halt noch drüber gegangen. Ja, aber ich glaube, dass andere, die halt einen größeren Babybauch haben, finden, dass es dann halt passend war. Also bei mir, wie gesagt, war die zu groß, so. Trotzdem hat die eine gute Pflege gemacht, auch wenn sie so kalt war, ne? Ja, und ich habe, wie gesagt, habe ich sie von Maya bekommen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine davon habe oder so. Muss ich mal nachgucken. Jetzt ist übrigens Mr. Bauchi am Rebellieren, so nach dem Motto, boah Mutti, was musst du mich denn jetzt schon wieder in der Kamera halten, ne? Ja, Kind wird übrigens auch in Zukunft nicht in der Kamera zu sehen sein. Wenn ich meinen Bauch zeige, zeige ich meinen Bauch. Man sieht ja nicht das Kind. Wenn ich meine Hand zeige, wenn ich meinen Fuß zeige, ja, aber ich werde nicht mein Kind zeigen, weil, also das ist meine Devise, das schreibe ich ziemlich vielen, die mir auf Instagram zum Beispiel die Frage stellen, ob dann bald auch Mama- und Baby-Content kommt. Naja, eher weniger, weil hier ist ein Beauty-Channel und ich bekomme ein kleines Kind, ein Baby und das wird sich nicht schminken, also jedenfalls nicht am Anfang, ne? Und wenn er irgendwann mal 14 ist oder, keine Ahnung, alt genug ist, um das selbst zu entscheiden, hat Papa aber noch ein bisschen was mit, also sein Papa dann natürlich noch ein Wörtchen mitzureden, dann kann er das selber entscheiden, ob er irgendwann mal auf Social Media zu sehen sein will, sofern es zu dem Zeitpunkt noch Social Media gibt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich, nee, also das werdet ihr nicht sehen, also ihn werdet ihr so nicht sehen. Ja, Babybauch, Tuchmaske, wie gesagt, pflegend, mega geiler Duft, also das fand ich. Ich bin jetzt gerade wieder kurzatmig, merkt ihr, ne? Weil ich aufgestanden bin und mich hingesetzt habe. Den Duft, genau, den fand ich schön. Ich habe dann nämlich abends auf der Couch gelegen und dann die ganze Zeit so mit meiner Hand über den Bauch gestreichelt und dann immer so die Hand genommen, dran gerochen, oh, das riecht so gut, über den Bauch gestreichelt. Ganz crazy, Leute. Ja, okay, weitermachen hier. Ich laber hier wieder so um den heißen Brei drumherum von Biva. Das hatte ich, ich glaube, letztes Jahr mal irgendwo in einem Adventskalender drin. Das ist jetzt aber nicht aktuell irgendwo drin gewesen. Anti-UV Cherry Blossom. Das ist ein Aromamist. Ich habe das aber auch so ein bisschen verwendet, um meine Haare halt wieder aufzufrischen, weil ich jetzt ja nicht täglich meine Haare wasche. Also ich habe gestern Abend mal wieder Haare gewaschen, ne? Aber die sind halt, ihr seht es jetzt ja auch, ne? Super trocken. Und da brauche ich nicht jeden Tag Haare waschen. So alle 2-3 Tage reicht mittlerweile aktuell. Gott sei Dank, das ist echt angenehm. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl für mich. Auf jeden Fall verwende ich sowas dann halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen früh aufstehen würde, würde ich das einmal kurz in meine Längen reinmachen, einfach um so eine Erfrischungsgeschichte halt zu haben. Ne? Genau. Mochte ich übrigens gerne. Ist jetzt nicht so unbedingt so super entwirrend, aber ja, ein schönes Spray. Ich habe echt verrückte Produkte aufgebraucht, sehe ich gerade, ne? Da habe ich hier, das war in der Sondereditionsbox von My Little Box mit Caudalie mit drin enthalten. Das sind Dynamic Duo, Les Patches, keine Ahnung, das sind halt so Augenpatches, die du wiederverwenden kannst, quasi. Im Prinzip ist es einfach ein Stück Silikon. Und die sind leider nicht so flexibel gewesen. Ich habe halt da zum Beispiel von Beautymates den Augenlifting Booster einen Tropfen drauf gemacht. Ne? So sehen die aus. Und habe mir das dann einfach unter die Augen gegeben. Die halten so eigentlich auch gar nicht mal so wenig gut. Ne? Also die, wenn ich die so dran mache, es geht. Aber du musst ruhig sein. Ich
bin kein ruhiger Mensch. Ich bin, ne, ich putze mir dann die Zähne oder keine Ahnung, mache irgendwas. Und dann sind die halt immer wieder runtergefallen. Und das fand ich total ätzend. Und deswegen werden die jetzt quasi aussortiert, weil, nee, nicht so meine Welt, ne? Bin ich ehrlich. Dann habe ich hier was aufgebraucht, Serendipity, das ist eigentlich von Rituals, das war letztes Jahr im Adventskalender drin, Opulent Foaming Shower Gel. Hatte einen doofen Duft, den mochte ich gar nicht leiden, das war mir ein bisschen zu herb, nicht ganz so meine Welt. Hat einen doofen Schaum gegeben, nämlich so ungefähr gar nicht, das kam da irgendwie raus, total unbefriedigend, so rotzig. Und ja, halt der Duft zu würzig, nö, würde ich jetzt so nicht empfehlen. Für Menschen wie mich würde ich das nicht empfehlen. Dann habe ich hier noch von Hey Honey eine Maske aufgebraucht. Show Your Glow, die Collodial Gold and Honey Beauty Mask habe ich von Eva bekommen. Die hat Feuchtigkeit gegeben und Glow gegeben. Ich fand die okay, man musste halt wirklich zusehen, wenn man nicht so unbedingt ein mega Glitzer-Fan ist, dass man die halt auch ordentlich dann runtergewaschen hat, weil die halt wirklich geglitzert hat. Ne? Also du hast sie halt draufgegeben, es reichte auch echt dünn und hast du halt richtig nachher Goldglitzer im Gesicht gehabt. Ja, würde ich jetzt ehrlich gesagt halt auch nicht so nachkaufen, weil da gibt es Masken, die ich einfach auch irgendwie cooler finde. Aber sie ist solide gewesen. Kerzen habe ich auch allerhand aufgebraucht. Die hier kam, glaube ich, mal aus dem Action. Die ist also runtergebrannt, okay, aber an den Seiten halt ganz furchtbar. Ne? Wahrscheinlich, weil für die Breite hätten mehrere doch dünn noch drin sein müssen. Die Scented Candle Blue Sea. Ich muss gestehen, ich habe da keinen wirklichen Duft wahrgenommen. Für mich jetzt nicht so unbedingt die Kerze, die ich jetzt so empfehlen würde. Nö, ich kaufe auch keine Action-Kerzen mehr, weil uns ist mal irgendwann, als wir eine 2- oder eine 3-Doch-Kerze von Action haben. Die stand auch genau neben dem Fernseher, ne? Und dann ist die, puff, weil ein Docht irgendwie so direkt an der Außenwand so entlang gelegt worden war. Und das war nicht gut, das hat Knall gemacht. Ich habe mich so erschrocken. Okay, dann habe ich hier von Neom eine Kerze. Die hat anfangs krass geduftet, Bedtime Hero, und dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr in einem Adventskalender drin war, ne? So eine halbe Kerze, und die Kerzen von Neom sind ziemlich teuer. Und ja, die fand ich aber gar nicht so gut. Nö. Und dann habe ich von Glade eine Kerze hier aufgebraucht. Die hat intensiver geduftet, aber nicht aufdringlich intensiv. Das ist die Romantic Vanilla Blossom Kerze gewesen. Die ist so runtergebrannt. Ja, ne? Die mochte ich halt, weil ich gerne dieses Vanilla Blossom Gedünsen mag. Das mag ich einfach gerne leiden. So. Sind wir durch mit Kerzen? Ich glaube schon. Dann habe ich hier. Aber Düfte haben wir hier nachher noch. von. Bei Beauty Bay, Skin Hit, Nourishing Oil, Hemp and Rosehip. Ist eigentlich fürs Gesicht, ich habe es für den Körper verwendet. Und fand ich ehrlich gesagt gut, aber ich bin kein Fan von Hagebuttenöl, also dieses Rosehip Oil, das gibt es ja auch von Pai zum Beispiel, ne? Weil das färbt halt ab. Und ich habe das halt, ja, also schon eine Weile einziehen lassen und mir dann erst mein Pyjama übergezogen und so. Aber trotzdem habe ich halt echt hart gemerkt, wie das abgefärbt hat. Das fand ich blöd. Ja, deswegen, also das würde ich jetzt, also im Gesicht kann ich das eh genau deswegen nicht verwenden. Und am Körper wäre es dann halt auch nicht mehr so meins. Also wenn das jetzt, wenn ich demnächst halt wieder so ein Pie Rosehip Gedönsen oder bei Beauty Bay Rosehip Gedönsen Öl habe, wird das weiter wandern. Apricot Shake habe ich hier von Bilou, das ist der Conditioner. Pflege war okay. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ne? Aber ich habe aktuell halt keine Haare, die jetzt so super, doch eigentlich schon, die brauchen schon viel Liebe, weil die so trocken sind, ne? Aber ja, es war halt okay, ich würde es aber nicht nachkaufen, zum einen wegen dem Duft und zum anderen, weil die Pflegewirkung eher so, war halt so ein bisschen vorhanden, nur da war. Dann habe ich hier Slip-Einlagen von Facel, die Classic Lang. Ich habe umstellen müssen, ist klar, ne? In der Schwangerschaft ist alles ein bisschen anders. Und ja, demnächst muss ich hier noch eine größere Größe wahrscheinlich dann auch nehmen. Läuft. Da super. Wer ist das? Hermes? Mhm. Der Götterbote. Weißt du Bescheid, ne? Ja, jetzt ist so die Zeit. 16:19 Uhr. Hier kommen dann die ganzen
Postbote und hast du nicht gesehen, hier rumgefahren. Total crazy. Aber das ist Amazon. Der hat ganz viel von Amazon bei sich vorne im Dings liegen. Crazy, Leute. So. Was habe ich als nächstes verwendet? Und das habe ich auch gegen meine Schwangerschaftsstreifen versucht zu verwenden von Dr. Severin Creme. Die war sehr... Ja, sie war halt... Also sie war schon... Sie hat gemacht, was sie sollte. Aber sie war jetzt nicht so mit diesem Mega-Spa-Moment, den ich gerne habe, wenn ich meinen Babybauch eincreme. Wisst ihr, was ich meine? Da fehlte die Liebe. Aber die war auch, glaube ich, mal in der Männerbox drin. Ja, und es ist auf jeden Fall... gut gewesen, hat mein Bauch gut gefallen, aber würde ich jetzt nicht nachkaufen. Und dann habe ich ein Deo. Bisschen was ist noch drin. Das fand ich echt nicht gut. Das ist von Garnier, dieses Magnesium Ultra Dry 48 Stunden lang anhaltender Schutz vor Achselnässe. Ich finde, das hat so einen Film unter den Achseln hinterlassen. Das war ganz merkwürdig. Also ich dusche jeden Tag, ne, mein Körper. Aber wenn ich dann das Deo verwendet habe, ich hatte abends manchmal, wenn ich das halt 2-3 Mal über den Tag verwendet habe, echt so eine Krümelparty unter meinen Achseln. Das war so unangenehm, weil ich mir gedacht habe, bah, ne? Also es war nicht irgendwie in den Klamotten drin oder so, aber unter den Achseln, das war, ich fand das echt total abtörend. Ja. Denkt mit Lufterfrischer für ein anhaltendes Dufterlebnis mit Wassermelone in mini, 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 mini kleinen Räumen wie unserem Gästeklo. Kann ich das anwenden, weil man dann halt, also da ist wirklich nur ein Klo und ein Waschbecken drin, ne? Da riechst du das auch. Aber in unserem regulären Badezimmer, was ihr auch öfters mal bei Instagram seht, da rieche ich nichts von. Gar nichts. Wirklich. Das ist echt, ob ich das jetzt benutze oder peng, das ist echt total schade eigentlich. Aber was ich halt rieche, sind diese hier von Airwick. Aber die sind halt auch so teuer. ja, und Duftkerzen im Badezimmer ist halt auch immer so eine Sache, weil da muss ich halt immer gucken, dass die nicht allzu sehr rußen und so, weil hohe Luftfeuchtigkeit und so. Ich habe da schon Fliesen geschrubbt bis zum geht nicht mehr. Und mein Freund auch. Und das ist echt doof. Blütenzauber, wie gesagt, habe ich hier. Den mögen wir richtig, richtig gerne. Ein ganz toller Duft. Aber wie gesagt, teuer. Und da haben wir diesen Airwick, oh meine Nase, mein Gesicht, alles juckt, Freshmatic, dass er automatisch halt so sprüht. Ich glaube, da werden wir auch weiter drauf zurückgreifen. Ne? Ja, dann habe ich hier noch ein Öl, und zwar Mudra Elixir Pain. Ich glaube, das war in der Vegan Beauty Basket drin. Eigentlich ist das ein Öl, was man oder was empfohlen wird, auch so bei Unterleibschmerzen oder ne, sowas halt. Es ist irgendwie auch ganz verrückt. Du kannst es auch irgendwie in Badewasser geben und so weiter. Ja, ich habe es halt auf meinen Mr. Bauchi gegeben oder halt an die Stellen, wo ich Körperöl verwende und da war das echt gut. Der Duft ist aber nicht meine Welt. Also da bin ich, musste ich ihn nachher echt immer lüften beim Badezimmer, muss ich gestehen. So, dann habe ich noch geduscht. Ja, mit S. Oliver. Follow Your Soul. Das war auch vor irgendwann mal in irgendeiner Box drin. Reinigend, aber leider auch ein Stück weit austrocknend, weil das halt sehr stark parfümiert ist. Ne? Da muss man halt wirklich abwägen. Die trinke ich hier ja die ganze Zeit, ne? Waterdrop Love zum Beispiel habe ich hier, Waterdrop Relax habe ich hier. Da habe ich jetzt auch letztens durch Zuschauerpost ein bisschen Nachschub bekommen. Das Zuschauerpost-Video, das dauert aber noch, bis es online kommt. Aber genau, das hier war dann von mir selber gekauft. Ich mag die einfach tierisch gerne. Ich hatte mal eine Kooperation mit Waterdrop, habe ich aktuell leider nicht mehr. Die haben echt gute Produkte. Ich mag das einfach gerne, Leute. Ist wie es ist, ne? Dann habe ich ein bisschen meine Haare gewaschen mit Ahuhu Organic Hair Care Argan Shampoo. Ja, sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Argan ist einfach gut für meine Haare. Ich habe auch aktuell eine Argan-Spülung in Anwendung. Mag ich. Mag ich. Kann man gut machen. Zwischendrin mal ein bisschen Lippenpflege von Clavu Nourishing Care Lips Sleeping, Sleeping Pack. Koreanische Beauty. Ist mir gekippt, glaube ich. Nicht mehr so. Ja. Ja, ja. Weiß nicht. Ich würde sagen, dass da noch ungefähr so ein Drittel drin ist. Ne? Schmeckt komisch. Riecht komisch. Ich mag es halt auch nicht so gerne, mit dem Finger in Pöttchen reinzugehen. Das ist halt auch unter anderem der Grund. Das stand neben meinem Bett. Ja, ist ganz nett. Aber wie gesagt, wenn ich das ein bisschen dicker draufgegeben habe, war da halt das Problem, dass ich halt dieses...
Klebemaulgefühl hatte. Dann habe ich hier Handcreme leer gemacht von Cetaphil Pro Itch Control Protect, schützende Handcreme. Die hatte ich eigentlich so mit, wenn ich unterwegs war, also auf Events und so weiter, ne? Dass wenn ich irgendwo übernachtet habe, dass ich dann eine Handcreme mit dabei habe. Die fand ich ganz gut von der Pflegewirkung her. Habe ich halt dann erst so auf den Händen verwendet und später, ich glaube, auf den Füßen aufgebraucht. Von Weleda habe ich eine Wildrose Verwöhndusche mit Rose. Ja. War letztes Jahr im Adventskalender drin. 09/20/21. War das dann vorletztes Jahr sogar schon drin? Könnte erklären, warum das leicht muffig gerochen hat. War eigentlich ganz gut. Ups. Dann habe ich von Trend It Up die Full-Slash-Boom-Mascara aufgebraucht. Hat mir richtig gut gefallen. Falsch-Wimpern-Effekt. Eine ganz, ganz tolle, empfehlenswerte Mascara. Die macht richtig Wawa-Boom-Wimpern, ne? Also kann ich sehr empfehlen und ist dabei noch relativ günstig. Dann habe ich hier noch was aufgebraucht und zwar von Young Look das Arganöl Körperpflege mit 5 ml. Das ist so eine Probiergröße gewesen. Die war letztes Jahr im Young Look Adventskalender drin und das habe ich dann auf den Körper aufgebraucht. Ich glaube, dass es eher was gewesen wäre, auch wenn hier Körperpflege draufsteht, für die Haare eigentlich eher, weil am Körper war das doch sehr klebrig. Das war nicht ganz so schön, muss ich sagen. Dann habe ich hier von Now Bader's Detox Energizing Facial Mist Toner verwendet. Sprühkopf ist doof, es stinkt, unangenehm auf der Haut. Nö, mochte ich gar nicht leiden. Ja. Und dann habe ich eine Augencreme leer gemacht von Goldfaden MD. Ja, Bright Eyes, Dark Circle Radiance Concentrate. Das ist nur so eine kleine Größe gewesen. Die war schon so weit so gut, ne? Aber da muss ich halt wirklich sagen, habe ich lieber reichhaltigere Augencremes, weil die war eher so Lotion-mäßig, ne? Von der Konsistenz her und auch von der Pflegewirkung her nicht ganz so super intensiv. Und wenn ich gegen Dark Circles arbeiten möchte, gehe ich dann tatsächlich eher zu dem Augenlifting Booster von Beauty Mates, weil das wirklich bei mir auch was bewirkt. Das hier war jetzt nicht so wirksam. Wahrscheinlich wegen, weiß ich nicht, wegen der, nein, weiß ich nicht. Hat nicht so viel gebracht. Ein paar kleine Sachen habe ich hier noch drin, aber das heißt nicht, dass sie nicht oho sind. Essence Nail Polish Corrector Pen, den fand ich richtig toll. Habe ich mir auch nachgekauft. Das ist ein ganz tolles Produkt. Du hast hier hinten so Ersatzböppel drin, die du dann hier vorne immer reinmachen kannst. Ne? Und dann habe ich damit halt, wenn ich meine Nägel lackiert habe, immer, dass ich hier so an der Seite entlang gegangen bin, wenn mir da was reingelaufen ist oder halt hier unten drunter und so. Und verwende ich immer. Finde ich richtig, richtig gut und der hält richtig lange. Also ich weiß nicht, ein Jahr kommt man damit wohl aus, wenn man das halt, also wenn man jede Woche seine Nägel macht. Das ist wirklich ergiebig, mag ich. Eine Bodylotion habe ich gemacht und zwar von Marc Jacobs in der Geruchsrichtung Perfect. Jo, die war halt eher duftend, als dass sie pflegend war. Ist halt eher eine Bodylotion. Ne? Jo, Santa Claudia Shaking, ich sag's euch, Douglas Ultimate Longwear Lip Liner, den habe ich leer gemacht. Verrückte Farbbezeichnung Coral, denn das ist definitiv eher Christmas Red und weniger Korall, ne? War einer zum Hochdrehen, war sehr lang anhalten, hat mir richtig gut gefallen, also Regenimauch gedreht, genau. Sehr empfehlenswert, die Lip Liner von Douglas. Dann habe ich ein Parfum leer gemacht. Das fand ich so schön und ich bin so traurig, dass Viva V aufgegeben hat. Get Ready, das ist mit Orange, Jasmin und Patchouli gewesen. Das ist auch so ein kleines Parfümset gewesen, was ich mir damals mal geholt habe mit einem Code von Like a Daisy in Spring von Sarah Isabel. Und den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ja, schade. Schade. So. Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus. Da habe ich eine Gesichtscreme leer gemacht. Ja, da waren auch nur 7 ml drin. Die war aber sehr, sehr gut. Estee Lauder hatte halt eine sehr starke Parfümierung. Das heißt, ich könnte die Creme mir jetzt nicht unbedingt in groß kaufen und dann ausschließlich verwenden. Wenn ich die mal verwende, wenn ich unterwegs bin, ne? Also wenn ich irgendwo übernachte, ja. Aber wenn ich jetzt die langfristig verwenden würde, würde meine Haut rebellieren. Das weiß ich. Und ja, das wäre es mir halt nicht wert. Also sie riecht halt richtig gut, weil die halt einfach sehr stark parfümiert ist. Die Konsistenz ist sehr samtig, seidig und so, ne? Ja. Ist schon krass, aber man darf halt nicht vergessen, Parfümstoffbombe, definitiv. Und teuer.
Dann habe ich einen Eyeliner leer gemacht, den habe ich euch auch super häufig in die Kamera gezeigt und auch immer wieder gelobt. Der ist mir irgendwann ausgelaufen. Von Revolution ist das nämlich dieser braune, ich vergesse immer, wie der heißt, ganz cooles Teil, hat mir richtig gut gehalten, richtig gut gefallen. Damit konnte ich auch immer sehr, sehr hier präzise arbeiten, auch im inneren Augengedönsen, ne? Und auch einen schönen Wing mitmachen und so. Der war richtig klasse, bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less. Wahrscheinlich kaufe ich mir den sogar nach. Muss ich mal gucken. Mit Claudi 15 bekommt ihr 15% Rabatt, wenn ihr möchtet. Der Code ist nur für euch. Dann habe ich hier das vorletzte Produkt, ist noch eine Augencreme von Dr. Barbara Sturm. Ich wollte nämlich mal abchecken, ob diese sackteure Marke halt auch wirklich so sackgeil ist. Geht so. Sie ist okay. Ne? Es ist halt einfach eine Augencreme, die war jetzt auch ein bisschen fester als die von Goldfaden. Das heißt, die war halt auch ein bisschen pflegender, hat auch nicht irgendwie gekrümelt oder sonst irgendwas. Also hat mir per se ganz gut gefallen. Dennoch bin ich dann eher so bei meiner Kiehl's Avocado-Geschichte oder bei meiner Clinique All About Eyes-Geschichte oder bei denen von Dalton. Das ist dann eher so meins, worauf ich zurückgreifen würde, wenn ich halt wirklich Augencremes nachkaufen würde. Ja, einen habe ich hier noch. Das ist ein Primer. Und dann war's das. Wow, Leute, dieses Video ist gar nicht mal... Gar nicht mal so lang, das ist sehr gut. Laura Mercier Pure Canvas Primer Hydrating, den fand ich auch ganz gut. Der war jetzt nicht so super pflegend oder so, das heißt, du musst es schon unten drunter, wenn du halt so eine Trockenpflaume bist wie ich, eine reichhaltige Creme auch drunter geben und dann den Primer darüber. Aber der Primer hat sich mit allen Foundations gut vertragen, die ich darüber aufgetragen habe. Das heißt, also er war nicht dafür zuständig, dass irgendwas gekrümelt hätte oder so. Der hat seinen Job echt gut gemacht. Den mochte ich wirklich. Der hat mir ganz gut gefallen. Und das war es jetzt hier mit meinem Aufgebrauch-Video, Leute. Wahnsinn! 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 Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Gönnt euch da auf jeden Fall hart, wenn ihr möchtet. Ja, ne? Ist immer so ein kleines Dankeschön von mir an euch, wenn ich dann am Ende des Jahres so dastehe und mir dann denke, ja komm, hast du das ganze Jahr über gesammelt, ne? Ich wusste natürlich nicht, dass es jetzt zum Jahresende bei mir doch etwas stressiger wird, weil Mr. Bauchi kommt bald. Ich möchte mein Buch noch zu Ende schreiben, was ich ja aktuell auch schreibe, dass es dann auch schön zu Weihnachten rauskommen kann. Ihr wisst Bescheid. Und ja, dies, das, Ananas, ne? Es sind noch ein paar Dinge zu tun. Meine To-Do-Liste ist 5 Meter lang und ich sage die ganze Zeit zu Mr. Bauchi, bleib drin. Bleib einfach drin. Aber danach ist mein Leben ja auch nicht vorbei, ist klar. So, das war es jetzt hier von mir, ihr Lieben. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Trick mit an die Hand geben, dass ihr dann jetzt auch ein bisschen schlauer aus dem Video rausgeht. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!